bin's Vanni und von mir gibt's heute mal wieder ein neues Unboxing-Video bzw. ein neues Das bekommen YouTuber zugeschickt Video und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir fangen mal an mit der Pinkbox und zwar habe ich von der Pinkbox noch eine Pinkbox aus dem August und dann noch eine aus dem September und wir fangen an mit der aus dem August. Die sieht so aus. Hier vorne sehe ich schon wieder diesen Zettel, der da immer bei ist. Hier ist die ganz normale Pinkbox und hier ist schon das erste Produkt. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal näher an. Das erste Produkt ist ein Duschgel von Litamin, nennt sich die Marke. Hier steht drauf Limettenfrische. So sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, wir riechen mal dran. Okay, es riecht auf jeden Fall sehr stark nach Limette. Ich mag Limette jetzt nicht so, aber ich glaube, ich finde jemanden, der da hinten liegt, der das sehr gerne nehmen würde. Und ja, hier vorne ist auch noch so eine Limette darauf abgebildet. Und allgemein, wenn ich die Verpackung jetzt so im Laden sehen würde, würde ich direkt auf Limette kommen. Die Pinkbox nehme ich hier mal kurz raus. Und dann sind hier natürlich noch immer so Zeitschriften mit bei. Hier haben wir einmal dieses Premium Shopping Heft. Das ist ja immer dabei. Dann sowas und ein Gutschein. Und Time to Relax von Garnier. Und so eine kleine Zeitschrift, die hatte ich schon mal. Das ist von Couch, einfach so eine ganz kleine. Meine habe ich immer noch und da passt die dazu. Wir widmen uns mal der Pinkbox. Ich öffne die mal. So. Bitte fällt nichts raus, bitte fällt nichts raus. Es ist was rausgefallen, was auch sonst. So sieht das Ganze hier aus. Hier vorne ist ja wieder der Zettel mit den ganzen Produkten. Den gucke ich mir jetzt aber nicht an. Dann ist hier nochmal irgendwie ein Gutschein für dein persönliches Fotoshooting. Das schaue ich mir am besten nachher mal an. Und das erste, was ich jetzt direkt sehe, so sieht das aus, ist so ein kleines Heftchen. Und zwar steht da drauf, was ich dir wünsche, liebe Freundin. Und das Heft ist von Gros. Hier sind einfach so verschiedene Seiten, wo immer was freigelassen ist und da kann man dann was reinschreiben. Finde ich ganz cool, aber ich persönlich wüsste jetzt nicht, wie ich das verwenden soll, aber ich schätze mal, das kann man ganz gut verschenken. Dann geht es weiter mit einem Produkt von Alverde. Hier steht auch drauf neu und zwar handelt es sich um ein Aqua Hydro Pflege Essenz Meeresalge, normale und Mischhaut. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Okay, ich habe irgendwie gerade gar keine Ahnung, was das sein soll. Ob das jetzt irgendwie eine Creme ist oder irgendwas zum Raufsprühen. Deswegen packen wir das einfach mal aus. Sieht aus wie so ein Gel. Ausgepackt sieht das Ganze so aus und hier hinten steht drauf, Meeresalgen sind hervorragende Feuchtigkeitsspender. Ich weiß immer noch nicht, was soll das sein. Okay, ich habe mir das gerade hinten mal durchgelesen. Das scheint irgendwie so eine Art Wasser oder Gel zu sein. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall soll das gut für die Haut sein und ja, das soll man morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen. Und ich bin mal gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe davon noch nie irgendwas gehört und da bin ich echt mal gespannt. Okay, das nächste, was ich mir aus der Pinkbox rausgenommen habe, ist von der Marke Ultra Sun. Und zwar ein Glimmer Shimmering Sun Lotion for Sensitive Skin. Also so eine, ja, Sonnenlotion. Bei mir ist gerade das Problem, wir haben überhaupt gar keine Sonne. Ich sitze hier nämlich gerade vor meinen beiden Softboxen, weil wir gar keine Sonne draußen haben. Aber falls die Sonne mal wieder kommt, werde ich das auch ausprobieren. Also da kann ich so gar nichts zu sagen. Wir kommen auch schon zum vorletzten Produkt und zwar ist das ein Rasierer von Wilkinson Sword Hydro Silk. Ja, finde ich extrem cool, sowas kann man immer gebrauchen und ja, finde ich ganz gut. Wir kommen auch schon zum letzten Produkt, was sich in der Pinkbox aus dem August befindet und oh mein Gott, das Produkt hat sich ein bisschen versteckt. Oh, das finde ich cool. Okay, das ist für mich persönlich das coolste Produkt aus der Pinkbox. Und zwar ist es von Garnier eine Hydra Bomb Tuchmaske. Diese Maske hier ist mit Lavendelöl und Hyaluronsäure. Ich habe Tuchmasken erst vor kurzem ausprobiert und ich liebe Tuchmasken. Ich finde die viel besser als diese normalen Masken. Einfach weil es für mich einfacher ist. Wenn ich so eine normale Maske nehme, dann muss ich das immer alles abrubbeln. Und ja, so kann ich die Tuchmaske immer einfach abziehen und dann bin ich fertig. Und ja, da bin ich echt mal gespannt. Ich war auch kurz davor, die selber mitzunehmen aus dem DM. Aber ich glaube, es lag am Preis, dass ich die nicht mitgenommen habe, weil ich glaube, die war ziemlich teuer. Ich gucke mal eben kurz auf den Beipackzettel nach.
Auf dem Zettel steht, dass eine Tuchmaske 1,95 Euro kostet und das finde ich sehr, sehr viel für eine Tuchmaske. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum ich die nicht mitgenommen habe. Deswegen freue ich mich extrem, dass die in der Pinkbox drin war und so kann ich die mal ausprobieren. Wir machen weiter mit der nächsten Pinkbox und zwar ist das jetzt die Pinkbox aus dem September und ich sehe hier vorne schon etwas sehr Cooles von Haribo. Das gefällt mir schon mal. Hier haben wir einmal von Haribo die Fruit Mania. Das sind einfach so Joghurtteile und die sind auch neu. Ja, die habe ich vorher tatsächlich noch nie gesehen und ich bin echt mal gespannt, wie die schmecken. Also sie sehen echt lecker aus. Schatz, willst du Bonbons haben oder Joghurt-Dinge? Ja, so nicht. Ja. Die Geschmacksrichtungen sind Erdbeere, Kirsche, Heidelbeere, Pfirsich, Maracuja, Himbeere und Aprikose. Finde ich alle gut. Ich würde sagen, wir machen weiter und ich gebe die Haribo-Dinger an Malte weiter. Ja, so. In der Pinkbox befindet sich dann wieder dieser ganz normale Pinkbox-Zettel, den lese ich jetzt aber nicht vor. Im Paket sind dann auch wieder kleinere Prospekte mit dabei. Und dann ist hier noch so eine größere Zeitschrift mit dabei, die nennt sich Barbara. Habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen, aber das Cover finde ich schon mal mega schön. Wir kommen zur Pinkbox und ich bin gespannt. Ups, das hat niemand gesehen. Okay, die Pinkbox sieht schon mal sehr, sehr voll aus. Hier vorne ist wieder auch dieser Zettel, wo die ganzen Produkte draufstehen. Aber wir fangen jetzt direkt mit den Produkten an. Einmal sind hier so drei richtig schöne Karten dabei. Die schönste, finde ich, ist persönlich diese hier. Dann ist hier einmal noch die dabei und diese. Hier seht ihr jetzt einmal kurz den Inhalt und ich würde sagen, wir nehmen uns das größte Teil direkt raus. Dieses Produkt sieht sehr interessant aus und zwar ist es von Garnier und hier steht drauf Waschgel mit Blütenhonig. Finde ich sehr interessant, habe ich so auch noch nie gesehen im Laden. Ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe oder ob es das da einfach noch gar nicht gab. Aber das finde ich extrem cool. Also das ist echt nice. Ich freue mich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Falls ihr das schon getestet habt, dann könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das denn findet. Das nächste ist eine Hand- und Nagelcreme von Camille. Ich habe noch nie Nagelcreme benutzt, aber Handcreme auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich rieche mal dran. Oh Gott, das kommt direkt raus. Diese Handcreme werde ich auf jeden Fall meiner Mutter geben, da ich mir in der letzten Zeit sehr, sehr viele Handcremes gekauft habe. Und ja, deswegen werde ich diese Handcreme auf jeden Fall mal meiner Mutter geben. Das nächste Produkt, was ich mir rausgesucht habe, ist von der Marke Kiss. Und zwar sind es Fake Lashes. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie Fake Lashes benutzt. Ich habe das noch nie ausprobiert und ich weiß nicht, warum ich das noch nie gemacht habe. Aber falls ihr mal ein Video sehen wollt, indem ich das erste Mal in meinem Leben Fake Lashes ausprobiere und mir halt raufmache, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, denn ich glaube, das wird sehr, sehr schief gehen und ich will gar nicht wissen, wie das am Ende aussieht. Aber ja, falls ihr das mal sehen wollt, dann schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Von Uma Cosmetics haben wir hier dann noch eine Contouring-Palette. Die sieht echt mega, mega schön aus. Das Ganze hier ist eine Creme-Palette. Damit werde ich stark zu kämpfen haben, denn ich komme eher so mit Puder klar und eben nicht mit Creme. Deswegen muss ich nachher mal gucken, wie ich das hinbekomme. Aber die Farben sind echt extrem schön. Besonders die beiden hier unten finde ich sehr, sehr schön. Und was ich auch cool finde, ist, dass hier hinten auch nochmal drauf abgebildet ist, wie man das Ganze denn verwenden kann. Denn ohne das würde ich wahrscheinlich aussehen wie ein Clown. Wir kommen zum vorletzten Produkt und zwar ist es von Rival de Loup, ein Intense Eyeliner in der Farbe 02. Da bin ich auch mal sehr gespannt, denn ich hatte bisher immer nur schwarze Eyeliner und ich habe noch nie braunen Eyeliner benutzt. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze bei mir aussieht. Wir kommen zum letzten Produkt, was sich in der Pinkbox befindet und zwar ist das Produkt ebenfalls von Rival de Loup. Und zwar ein Eyeshadow in der Farbe 02 Vanilla Glow. Das hört sich schon mal sehr gut an. Das Ganze sieht so aus, ist sehr, sehr hell und scheint auch zu glitzern. Und es ist zugeklebt. So sieht die Farbe aus und hier rechts habe ich das auch nochmal ein bisschen geswatcht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Auf jeden Fall ist die Farbe sehr, sehr stark.
da bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze an mir aussehen wird. Ich denke mal, ich werde diesen Lidschatten nur hier vorne so hinmachen als Highlight und nicht mein komplettes Lid. Aber mal sehen. Das war's mit den Paketen von der Pinkbox. Vielen Dank nochmal an das liebe Pinkbox-Team, die mir die Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und wir machen direkt weiter mit einem Shop namens Romwe, wenn ich das Ganze richtig ausspreche. Und bei diesem Online-Shop durfte ich mir auch zwei Sachen aussuchen. Und was ich mir ausgesucht habe, das zeige ich euch jetzt. Das erste, was ich mir bei Romwe ausgesucht habe, ist ein richtig chilliger Pullover. Der sah auf dem Bild richtig, richtig gut aus und ich dachte mir, okay, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und zwar sah das so getragen so richtig lässig und chillig aus. Und so einen Pullover hatte ich noch nie. Ich habe nur so ganz dicke und die sehen dann irgendwie aus wie so ein Winterpullover. Und dieser hier ist ein etwas dünnerer Stoff, aber er fällt echt extrem schön. Ich werde euch das Ganze auch nochmal angezogen einblenden, damit ihr das so ein bisschen besser seht. Der Pulli hat hinten auch noch eine Kapuze und der fällt echt extrem schön. Auf jeden Fall ist das mein neuer Lieblingspullover. Ich trage ihn gefühlt jeden Tag und ich hatte ihn jetzt auch schon in anderen Videos an. Das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Ich finde den einfach chillig und am liebsten würde ich den ganzen Tag tragen. Als zweites habe ich mir eine Bluse rausgesucht und zwar bin ich ja momentan in der Ausbildung und ich dachte mir, okay, ich suche mir nochmal irgendwie was für die Arbeit, was Schönes, was man da anziehen kann und da bin ich auf diese Bluse gestoßen und ich muss echt sagen, Romwe hat sehr, sehr schöne Blusen. Ich wusste nämlich gar nicht, welche ich nehmen sollte. Ich habe mich aber letztendlich für diese hier entschieden. Die hat echt ein sehr, sehr tolles Muster. Hier oben an den Schultern sind einfach ganz viele bunte Blumen. Und dann in der Mitte ist auch noch so ein Ausschnitt. Da sind aber Knöpfe dran, also das kann man auch zumachen. Ich weiß mal nicht, ob man das von da hinten erkennen kann. Und die Ärmel sind auch noch etwas ganz Besonderes. Und zwar ist das hier vorne auch nochmal so gestickt. Und dann gehen die Ärmel einfach so ganz breit auseinander. Und hier außen am Rand ist es dann nochmal so gehäkelt. Ich freue mich echt extrem, das demnächst mal bei der Arbeit anzuziehen. Was ich noch überhaupt gar nicht gesagt habe, ist, dass natürlich die Links zu den ganzen Sachen und den Online-Shops immer in der Beschreibung stehen, also in der Infobox. Ich schätze mal, das wisst ihr mittlerweile schon, wenn ihr meine Videos öfters schaut. Also alles, was ihr jetzt gesehen habt, ist in der Infobox verlinkt. Das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und falls ihr weitere Das bekommen YouTuber zugeschickt Videos oder Unboxing-Videos sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch oder schreibt es mir einfach in die Kommentare, wie ihr wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!